Ja, let's go. Piratenschiff versus Schredder. Die Kanonen, die können sogar feuern. Ja, also sorry, aber das ist kein Wolkenkratzer für mich. Aber kann man, glaube ich, auch gut zerschreddern. So ein Katapult. Wie klein und eng das Bad ist. Haus versus Schredder. Let's go. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich werde heute wieder Teardown spielen, wie gefühlt immer. Aber es ist okay, das akzeptieren wir jetzt einfach so. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Heute wieder was zerschreddern und wie ihr im Titel schon seht, ein Haus. Ist mir gerade spontan eingefallen, weil ich fand, das sah ganz cool aus. Ist es nicht, oh mein Gott, groß? Ich habe es nämlich schon angeguckt, aber auch nicht so klein. Also es ist schon akzeptabel. Wir sehen es mal an. $1 Detroit Haus. Lass uns mal reingucken. Einfach mal hier die Optik betrachten. Nein, nicht kaputt gehen! Ich habe das nicht gut einschätzen können, die Höhe. Also ich dachte, wir wären schon weiter am Boden. Egal, das wird auf jeden Fall heute unser Finale. Aber bis wir da sind, werden wir erstmal andere Sachen testen. Hulk habe ich übrigens auch, lustigerweise. En passant! Den können wir eigentlich in den Mixer reinwerfen. Ah, okay, Ritter. Wir gehen mal kurz an den kleinen Mixer hier, an den kleinen Schredder, nennen wir ihn mal so. Das erinnert mich richtig an Lego. So diese kleinen Lego-Figürchen. Vor allem, die sind so klein. Da war das Red Drax, Blue, Wooden Shield. Ach, das ist nur so ein Schild. So, und jetzt mal hier auf Start. Alles mal schön in den Mixer. Bisschen umrühren. Oh. Oh. Ja, euch geht's nicht so gut, glaube ich. Ja, das, also es ist natürlich witzig. Es sieht cool aus, aber es ist irgendwie viel zu viel Aufwand für so einen kleinen Mixer. Ich glaube, wir bleiben auf jeden Fall bei dem Schredder. So ein Boot. Ja, so ein kleines Holzboot. Das ist aber auch zu klein. Es passt nicht rein. Smallboot. Ja, nee, ich will nicht ein kleineres. White? Das war genauso groß. Longboat. Okay, ein Langboot. Für die Wikinger. Naja, oder wär's für niemanden mehr. Katapult? Ja, aber das geht doch. So, mal ein bisschen Action. Es geht anscheinend nicht. Siege Tower? Oh mein Gott. Ja, da muss jetzt aber was passieren. Also sorry, Leute. Ich werde es sogar extra hier noch an die Seite packen. Ja, sah schon besser aus. Da gab es schon ein bisschen Reaktion. Ja, okay. Optik war bei denen jetzt nicht so krass. Muss ich leider so sagen. Aber wir können ja vielleicht Glück haben und da unten ist was. Ja, wir haben kein Glück. Einfach ein Piratenschiff. Ich finde, das könnte man besser zerschreddern. Nicht zerschreddern, zerteilen, oder? Wir werfen es jetzt mal hier rein. Werden das aber auf jeden Fall mal irgendwann zerschneiden. Definitiv. Irgendwann zerschneiden wir das. Wir wollen uns ja erstmal angucken ein bisschen. Weil ich glaube, das hat richtig Potenzial. Das ist einfach ein Piratenschiff. Aber ohne Flagge. Mann, die Flagge ist doch das Beste. Aber vielleicht dürfen die das gar nicht benutzen. Die Kanonen, die können sogar feuern. Direkt auf den Schredder. Ja, okay, gut, aber hier haben sie nicht wirklich viel Mühe reingesteckt. Und lass mich raten, man kann auch nicht unten. Ich weiß immer noch nicht, wie die Namen heißen. Einfach unten rein. Ist da überhaupt irgendwas? Ah, doch, hier ist aber was. Aber wo kann ich denn da hoch? Ich muss ja irgendwo an Deck gehen können. Okay, es hat einfach keinen Zugang. Es ist einfach allein. Das werden wir auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen hier in den Schredder werfen. So ein Piratenschiff. Ja, let's go. Piratenschiff versus Schredder. Ja, keine Überlebenschance. Jetzt nochmal hier so seitlich. Warte, ich mach's so. Vielleicht sieht das besser aus. Oh mein Gott, wie gut. Das hat's so leicht von unten weg, wie so ein, so weggehobelt, weggeraspelt. Versteht ihr, was ich meine? Ah, okay, das ist das gleiche, bloß ohne Kanonen. Ja gut, das ist aber dann langweiliger, oder? No sails. Ach so, dann wäre das das Richtige gewesen. Mit Segeln. Stimmt, die Segel habe ich komplett übersehen. Aber selbst da ist leider keine Flagge. Genau, es gibt eine Atombombe, die man werfen kann. Also keine richtige Waffe, sondern so wie ihr es hier seht, einfach eine Atombombe, die wahrscheinlich fällt und dann explodiert. Also ich hoffe mal. Finden wir es heraus. Ich hoffe, komm schon. Hat die überhaupt Inhalt? Ja gut, okay, es ist also... Ich weiß nicht, ob das so eine Nuke ist. So, Nuke versus Schredder. Weiß ich nicht, ob das nicht explodieren sollte eigentlich. Das hat das richtig depressiv gemacht, jetzt sind wir alle traurig. Aber deswegen müssen wir sie wieder glücklich machen durch was Cooles. Es gibt nämlich so Alien-Fahrzeuge. Das ist so ein Alien-Schiff. Seht ihr hier drin. Und da gibt es einen ganzen Mod. Ihr seht ja, das sind wahrscheinlich alles Alien-Fahrzeuge. Die können wir, glaube ich, auch richtig gut für ein anderes Video benutzen. Also für eine eigene Folge zum Zerschreddern, meine ich. Also so viel zu, wir machen jetzt glückliche Sache. Ja, dann machen wir erstmal so ein Cargo-Ship. Ja, das haben wir ja gestern zerschnitten. €190 Millionen zerschreddert. Warte, das sah richtig gut aus.
Oh, das ist das Shorte. Das ist das Kleine. Ja, jetzt wird's von unten aufgeraspelt. Weil es hier hängt, geht's nicht rein. Ey, wir chillen gerade auf einem Cargo-Ship, also auf dem Frachtschiff, während wir auf dem Schredder sind. Da muss natürlich nochmal das große Cargo-Ship her. Vielleicht gehst du jetzt ein bisschen rein. Komm schon. Wie viel muss ich da jetzt aufeinander spawnen, damit es reingeht? So, vielleicht so. Bist du so ein bisschen motiviert? Das will einfach nicht zerschreddert werden. Wir moven das mal ein bisschen. Komm, zerschredder dich. Gut, also ich habe nachgeholfen, ne? Aber es zählt trotzdem. Wir müssen sowas von restarten, weil die Effekte, die hält, ja, das Spiel nicht aus. Oder ich zumindest nicht, weil es echt nervig wäre. Tja, wir haben noch so viel. Ich suche mir eigentlich immer mehr raus, als ich dann im Endeffekt benutze. Und dann wird es automatisch ja jedes Mal mehr. Wolkenkratzer? Das ist aber kein Wolkenkratzer, das ist was... Ja, also sorry, aber das ist kein Wolkenkratzer für mich, aber kann man, glaube ich, auch gut zerschreddern. Also, irgendwie ein komisches Etwas, was ein Wolkenkratzer sein soll, versus Schredder. Ja, das könnte dezent schmerzhaft gewesen sein für dich. Warte, ich gehe mal durch den Schlitz hier. Das ist auch so ein Satz, den man nie sagt. Wie sieht's aus? Alles ready, Spaghetti? Alles ready im Platty? Oh mein Gott, hier müsste jetzt alles voller Glas sein eigentlich. Weil das war ja praktisch ein Gebäude voller Glasfassaden. Das war schon krass. Könnten wir actually auch mal zerschneiden, aber so weit sind wir noch nicht. So ein Katapult. Ja, let's go. Sah gar nicht mal so schlecht aus. So ein normales Katapult? Ja, okay, ist ein bisschen klein. Ja, Steine, aber für was brauche ich Steine? Ja gut, krass, jetzt habe ich Steine zerschreddert. Was im Übrigen, glaube ich, gar nicht geht, oder? Heavy Rock. Der ist ein... Also im Verhältnis zu dem Schredder ist der absolut nicht heavy. Hallo, kann diese Optik mal weggehen? Ich schaue noch mal kurz drüber, ob wir noch irgendwas Besonderes haben. Und falls nicht, geht's dann jetzt ans Ende, ans Eingemachte. Terminator? Das wird eine spezielle Folge natürlich wieder. Ein... Hä? Warte nochmal hier. Zombie-Drache. Das sind alles Drachen? Okay, wir werden auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen mit Drachen. Einfach Drachen. What? Was geschieht hier? Wieso habe ich so viel Drachen? Ich dachte, das wäre so einer. Ja, T-Rex hatten wir. Anakin's Podracer ist wieder bei Star Wars dabei. Vehikel, ja. Egal. Leute, ich würde sagen, das war's jetzt. Jetzt kommt das Finale. Wir zerschreddern ein 1-Dollar Detroit Home. Liminal House. So, ich will jetzt aber nochmal kurz reingucken. Das muss, sorry, aber ich hoffe, diesmal sehe ich den Abstand. Ja, gut. So, rein, Tür auf. Und nee, jetzt mache ich es zu mit so... Hey, das ist aber echt ganz cool mit so einer Spüle. Mein Gott, das Wasser sieht vor allem voll real aus. Dann hier noch so eine Abstell... Nee, keine Ahnung, was das war. Hä, was ist das? Ist das ein Schrank? Ah nee, das geht in den Keller, wenn ich einen hätte. Und hier ist Bad, oder? Ja. Wie klein und eng das Bad ist. Ja, dann gehen wir mal hoch in den ersten... Keine Ahnung, wie ich da jetzt hochgekommen bin. Okay, es gibt nur einen ersten Stock. Und allgemein muss ich sagen, ist das Zimmer ultra cool. Ist zwar ein bisschen nervig, dass es so in der Mitte ist, aber das fände ich optisch echt cool mit so einem riesigen Fenster. Also allgemein ganz cooles Haus eigentlich, würde ich sagen. Und dieses Haus werden wir jetzt natürlich ganz entspannt in den Schredder werfen. Also würde ich sagen, Haus versus Schredder, let's go. So besonders war das jetzt nicht, ne? Wir brauchen nochmal größere Häuser. Wir brauchen definitiv nochmal größere. Okay, wartet. Wir werfen noch ein Haus rein. Mal ein bisschen hier auf die Seite. Ah, krass. Es verkantet sich sogar. Wartet. Nochmal hier an die Seite. Okay, es zerkantet nicht immer. Oh Mann, so eine Verschwendung. Das Haus, okay, war ein 1-Dollar-Haus, muss man dazu sagen. Also ich wollte gerade sagen, es hat bestimmt irgendwie, weiß nicht, 400.000, 200.000 gekostet. Aber im Endeffekt steht ja sogar hier 1-Dollar Detroit Home. Okay, wir haben uns krassere Sachen erwartet. Obwohl, weiß nicht, haben wir uns das erwartet? Schwierig. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es trotzdem ganz cool, so ein Haus in den Schredder zu werfen. Sieht man auch nicht alle Tage. Ich werde mal gucken, ob ich noch krassere Häuser finde. Maybe. So, jetzt würde ich aber sagen, was ist mit dem Video? Ja, war auf jeden Fall cool. Ah, wir haben allein in diesem Video, habe ich für mich nochmal 3 neue Sachen gefunden, die ich irgendwann mal machen werde. Sei es jetzt Star Wars, Drachen oder sowas. Ja, also es gibt noch sehr, sehr viele Optionen mit dem Schredder. Also, falls euch diese Videoreihe, diese Art von Video gefällt, lasst doch gerne einen Kommentar
Kommentar, ein Abo und ein Like da. Checkt auch sehr, sehr gerne die Mitgliedschaft aus. Ersten Link in der Beschreibung. Sonst würde ich sagen, war es mit dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Into the blood.